Warum ohne Eiswürfel nicht mehr Inhalt im Becher ist. Diesen Mythos schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Liebst auch du McDonald's? Dann abonniere jetzt hier unten meinen wunderbaren Kanal, um keine Infos mehr über McDonald's verpassen. Viele von euch machen es selber oder kennen jemanden, der von diesem Lifehack komplett überzeugt ist. Nämlich bei Cola, Fanta oder Sprite die Eiswürfel abbestellen. Der Vorteil, der sich dadurch nämlich ergibt, ist, dass man einfach mehr vom Getränk hat und der fehlende Platz eben nicht von Eiswürfeln blockiert wird. Warum jedoch leider dieser Mythos völlig Quatsch ist, das schauen wir uns einmal gemeinsam an. Von Generation zu Generation hat sich dieser Mythos einfach gehalten und macht, meine ich, auch auf den ersten Blick eigentlich Sinn. Ein McDonald's-Mitarbeiter muss eben immer für die Eiswürfel ein wenig Platz lassen und der restliche Platz wird dann eben mit Eiswürfeln gestopft. Ohne Eiswürfel füllt also der McDonald's-Mitarbeiter mehr, ja, zum Beispiel Cola in den Becher. Was viele jedoch nicht wissen, der McDonald's-Mitarbeiter füllt das Ganze gar nicht manuell ein, sondern das geschieht alles automatisch. Der Becher wird eben unter dem Getränkeautomaten platziert. Dort wählt der Mitarbeiter nun eben das richtige Getränk und die richtige Größe aus. Und der tatsächliche Inhalt ist nun eben der gleiche, jetzt egal ob mit oder ohne Eiswürfel. Selbstverständlich habe ich das Ganze auch mal ausprobiert. Ich habe einmal eine Cola mit Eiswürfel bestellt und eben einmal eine ohne Eiswürfel. Wie man sieht, gibt es hier also keinen großen Unterschied. Auch wenn man die Eiswürfel rausnimmt, hat man eben denselben Inhalt. Sorry also, wenn ich dir diesen kleinen Lifehack kaputt gemacht habe. Aber hey, mit Eiswürfel ist es doch vor allem im Sommer eh viel besser. Warum Nuggets mit Mayonnaise und Süß-Sauersoße ein richtig leckerer Lifehack sind. Das siehst du wie immer hier oben rechts. Und das war's auch schon wieder mit diesem wunderbaren Video. Ich wünsche euch noch einen big-tastischen Tag und bis bald.